Und wir sind im Ampertal. Sogar alle vier Mitglieder mit durchgekommen. Was für ein bedrohlicher Ort. Ah! Es ist unglaublich. Es sieht so aus, als wenn hier jederzeit der Blitz einschlagen kann. Am besten, wir verlassen diesen gefährlichen Ort so schnell wie... Hä? Da drüben. Ist der das? Ist der schwimmreif? Sehen wir uns das genauer an. Ah! Weshalb seid ihr hergekommen? Das ist unser Revier. Hier ist jemand. Verstecken wir uns. Ihr wollt euch also verstecken? Wie niedlich. Schon gut. Um ehrlich zu sein, wären wir eigentlich recht dankbar, wenn ihr so weitermachen würdet. Wir schleichen uns leise so nah wie möglich heran. Alles klar. Machen wir sie fertig. Nicht so. Wenn wir hier bleiben, ist es vorbei. Wer bist du? Zeig dich. Mein Name ist Voltenso. Ich bin der Anführer dieser Fritzelblitz. Ah. Nun, macht euch bereit zu kämpfen. Eine Menge Fritzelblitz. Und ein Voltenso. So. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Alle werden diesen Kampf hier definitiv nicht überleben. Nachdem ich eh gerade zurückgeschreckt bin. Okay, Fio hat's erwischt. Sie hat uns aber eine Menge Fritzelblitz zeitlang aufgehalten. Jetzt wäre es nur noch cool, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr treffen würde. Gut. Okay. Nur noch das Voltenso. Ah, ihr wagt es. Warte eine Sekunde. Wir sind ganz ehrlich nicht hier, um euch euer Revier streitig zu machen. Genug, nehmt das. Ah! Stopp! Sofort aufhören. Sie sagen die Wahrheit. Sie sind hier eingedrungen, aber sie wollen euch euer Revier nicht nehmen. Zwirfinst? Du, wer bist du? Ich bin Zwirfinst, der Erkunder. Voltenso, du hast jedes Recht, so wütend zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welches Leid euer Stamm hier schon ertragen musste. Eure Feindseligkeit gegenüber jedem Eindringling ist nur natürlich. Dieser Ort ist eure Zuflucht. Ein Ort, an dem ihr Trost findet. Ich verstehe euch vollkommen. Im Namen dieser unwissenden Eindringlinge bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Sie sind hier unerlaubterweise eingedrungen, aber ohne schlechte Absicht. Sie wollen nicht euch nichts Böses. Wir werden euch in Ruhe lassen, sobald wir gefunden haben, was wir suchen. Bitte glaube mir, Voltenso. Du scheinst viel über uns zu wissen, Zwirfenst. Du behauptest, sie wollen uns nichts Böses? Also gut, ich glaube dir, Zwirfenst. Du sollst etwas Zeit haben. Ich erwarte, dass ihr verschwunden seid, wenn wir wieder zurück sind. Kommt. Puh. Vielen Dank, Zwirfenst. Du hast uns gerettet. Aber wer war das? Eine Gruppe aus Voltenso und Fritzelblitz. Sie sind ein Nomadenstamm, der ständig auf Wanderschaft ist. Sie ziehen umher auf der Suche nach Orten, an denen sie eine Weile bleiben können. Die Ampere-Ebene wird um diese Jahreszeit oft von Gewittern heimgesucht.
Hier fühlen sie sich wohl, also halten sie sich um diese Jahreszeit in der Ampere-Ebene auf. Doch tragischerweise wurden sie hier einst überraschend von Feinden angegriffen. Und ich weiß, dass sie sehr große Verluste erleiden mussten. Seitdem reagiert die Gruppe um Voltenso sehr empfindlich auf Eindringlinge. Wenn also jemand in dieses Gebiet eindringt, greifen sie sofort an, aus Angst, selbst angegriffen zu werden. An einem Punkt wurde es wohl zu einer Art Gesetz in der Gruppe von Voltenso. Oh, jetzt verstehe ich. Darum waren sie so angriffslustig. Kein Wunder, dass sie uns nicht zuhören wollten. Oh, ich habe etwas vergessen. Ich habe vorhin da drüben den Schwimmreif gesehen. Oh, Entschuldigung, musste ich mich mal kurz räuspern. Er ist hier, das ist er. Zirfens, das ist der... Es besteht kein Zweifel. Das ist mit Sicherheit der Schwimmreif. Wirklich? Wir haben es geschafft. Bringen wir das Item sofort zurück zu Meryl und seinem kleinen Bruder. Etwas verstehe ich aber nicht. Wie ist der Schwimmreif hier gelandet? Ich kann mir vorstellen, dass ihn jemand absichtlich hergebracht hat. Dieser jemand wusste, dass ihr letztendlich an diesen Ort kommen würdet. Die Tatsache, dass Voltenso ihr Gebiet verteidigen, ist wohl bekannt. Jemand hat den Angriff von Voltenso auf euch vorausgesehen. Das war ein abgekartetes Spiel. War das nicht eure Absicht? Ihr hinterlistiges Pack. Was? Es wird Zeit, dass ihr aus eurem Versteck herauskommt und euch zeigt. Haha, du hast es also die ganze Zeit gewusst. Dann müssen wir uns ja nicht mehr verstecken. Hey, ihr Gauner wart das. Also ihr wart es, aber warum? Wir haben darauf gewartet, dass ihr von Voltenso zerstampft werdet. Danach wollten wir übernehmen und euch den Rest geben. Aber wir haben nicht gedacht, dass dieser Typ sich einmischt. Sollen wir diese Sache erledigen? Sicher, wenn es nur Team Crossheart wäre, mit denen werden wir problemlos fertig. Aber gegen den weltberühmten Zwirfenst, das ist eine andere Geschichte. Machen wir uns aus dem Staub, Jungs. Ja. Widerlinge, das vergesse ich den Halunken nie. Sie sind schnell, wenn es darum geht, sich aus dem Staub zu machen. Ich fürchte, wir vergeuden nur unsere Energie, wenn wir sie jetzt noch verfolgen würden. Ich finde, wir sollten den Brüdern jetzt ihren Schwimmreif zurückbringen. Jep, ich möchte speichern. Oh wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, danke wirklich. Ihr habt damals Azure gerettet und jetzt das. Ich weiß nicht, wie ich euch jemals danken können. Aber wirklich, danke. Oh bitte, ist schon okay. Wenn ihr jemanden danken wollt, dann den großen Zwirfenst. Wäre Zwirfenst nicht da gewesen, wären wir jetzt nicht hier. Vielen, vielen Dank. Danke, Zwirfenst. Nicht der Rede wert. Ich freue mich sehr für euch. Es ist wunderbar, dass ihr euren Schwimmreif wieder habt. Ich muss schon sagen, es sieht dem großen Zwirfenst sehr ähnlich, so bescheiden zu sein. Ich muss auch sagen, dass auch Team Crossheart großartig war. Das Team hat schließlich einen schwierigen Job gemeistert. Als ihr Azure gerettet habt, habt ihr so schnell herausgefunden, wo der Kleine ist und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was die Rettung von Azure angeht, müssen wir etwas geschehen. Es wäre toll, wenn es sich wirklich so zugetragen hätte, wie du gesagt hast, Kecleon. Aber ganz so war es in Wahrheit nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo Azure sich befindet. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? In einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Oh, ach ja, vielleicht wird der große Zwirfenst wissen, was das alles zu bedeuten hat. Weißt du, mein Partner bekommt beim Berühren von Dingen oder anderen Pokémon manchmal Schwindelanfälle und dann sieht oder hört mein Partner Ereignisse aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Was? Nun, das ist der dimensionale Schrei. Was? Zwirfenst, was weißt du darüber? Wenn das so ist, sollten wir den großen Zwirfenst fragen, ob er noch mehr weiß? Nach was sollen wir fragen? Oh, ach ja. Nach meiner vergessenen Vergangenheit.
Es ist doch okay zu fragen, Kilian. Zwiffens, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. Ich verstehe. Du hast also deinen Partner hier ohnmächtig vorgefunden. Ja, genau hier. Dann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen, aber du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, mit der Erinnerung an einen Namen und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Ein Mensch? Aber dein Partner scheint in jeder Hinsicht ein Pokémon zu sein. Das stimmt. Ich schätze, das kann sich nicht einmal der große Zwirfinst erklären, aber wir sind uns sicher, dass es irgendeinen Grund für den Gedächtnisverlust gibt und für die Verwandlung in ein Pokémon. Ein Mensch mit der Fähigkeit des dimensionalen Schreis. Bist du... Du sagtest, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Und? Wie lautet dein Name? Ah, ich verstehe. Du bist... Kilian. Sagt dir der Name etwas? Nein. Leider sagt er mir nichts. Wie? Was? War das gerade der Anflug eines... Hat Zwirfins Kind nicht gerade ein Lächeln unterdrückt? Oder habe ich mir das eingebildet? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann, aber ich weiß über die Fähigkeit von Kilian Bescheid. Oh, wirklich? Was ist sie? Die Fähigkeit, in die Zukunft oder die Vergangenheit zu blicken, indem man etwas berührt. Diese Fähigkeit nennt sich dimensionaler Schrei. Dimensionaler Schrei? Genau. Woher solch eine Fähigkeit kommt, ist nicht bekannt. Doch Geräusche und Bilder reichen über Zeit und Raum hinweg bis in manche Pokémon, um als Visionen Gestalt anzunehmen. Das ist alles, was ich über diese außergewöhnliche Fähigkeit weiß. Kilian hat also mit diesem dimensionalen Schrei eine unglaublich spezielle Fähigkeit? Nun ja, vielleicht sind wir aus diesem Grund Freunde geworden, um das Geheimnis, um die Verwandlung von Kilian in ein Pokémon zu lüften. Ich biete euch meine volle Zusammenarbeit an. Oh, wirklich? Ja, um offen zu sein. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich etwas nicht weiß. Ernsthaft, das ist die reine Wahrheit. Es ist großartig, dass wir auf deine Hilfe zählen können, Zwirfins. Ist das nicht toll, Kilian? Hey, sieh dir die vielen Pelipper an. Es scheint viel mehr als normalerweise in der Luft zu sein. Ob irgendetwas passiert ist? Hey. Hallo, Bidiza. Endlich finde ich euch. Wieso bist du so in Eile? Bist ganz außer Atem. Alle sollen zur Gilde kommen. Alle Lehrlinge sollen sich sofort in der Gilde melden. Oh, es ist etwas passiert. Ich gehe mit euch. Beeilt euch. Ja, ich möchte mein Abenteuer speichern. Kapitel 11. Reptane, der Dieb. Kommt, Beeilung. Alle sind hier, jawohl, ja. Tut mir leid, Leute. Wir haben es gerade erst gehört, dass wir zur Gilde kommen sollen und haben uns beeilt. Was ist denn los? Es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Nicht noch eins. Von wo diesmal? Wo wurde dieses Zahnrad der Zeit gestohlen? Nun, es... Was ist? War es an einem Ort, von dem du nicht sprechen willst? Warte, es war doch nicht vom... Doch, das war es. Dieses Mal wurde das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee gestohlen. Was? Aber wie? Das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee? Davon wussten nur wir, oder? Wie konnte es also geschehen? Kann es sein, dass ein Mitglied der Gilde es verraten hat? Was? Das ist eine unangebrachte Unterstellung! Hey, 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 vertraut ihr euren Freunden nicht? Tut mir leid, das war unangebracht, ihr habt recht. Niemand hier würde das gegebene Wort brechen, ein Stillschweigen zu bewahren. Nie im Leben.
Ich hätte nachdenken sollen, bevor ich den Mund aufmache. Tut mir leid. Nun, es ist kein Wunder, dass du auf diese Idee gekommen bist. Ich meine, dieses Unglück ist schließlich direkt nach unserer Expedition passiert. Einen Moment. Ich fürchte, ich verstehe das nicht ganz. Es gab ein Zahnrad der Zeit im Nebelsee? Das wusste ich nicht. Habe ich nicht etwas ganz anderes über eure letzte Expedition gehört? Mir wurde erzählt, dass die Expedition zum Nebelsee gescheitert ist. Ich bitte um Verzeihung, großer Zwirfinst. Wir hatten ein Versprechen gegeben, darum konnten wir es nicht einmal dir verraten, Zwirfinst. Wie auch immer, ein einzelner Eindringling hat den Nebelsee gefunden. Dann hat er Selfie überwältigt und das Zahnrad der Zeit mitgenommen. Selfie? Geht es Selfie gut? Ja, es geht Selfie gut. Es steht unter dem Schutz der Truppe von Magnetzone. Macht euch mal keine Sorgen. Puh, da bin ich erleichtert. Wartet, das war nicht alles. Die Zeugenaussage von Selfie, sie offenbarte die Identität des Eindringlings. Na warte, mit was für einem Unwald haben wir es zu tun? Der Dieb wird bereits per Steckbrief gesucht. Sie selbst. Dieses Pokémon nennt sich Reptane. Das ist vielleicht ein fieser Ganove. Reptane? Das ist also das Pokémon? Er stillt die Zahnräder der Zeit? Dieser Steckbrief ist gerade erst angekommen. Er basiert auf der Aussage von Selfie und wird im Rahmen einer Großfahndung eingesetzt. Oh, das erklärt einiges. Darum fliegen so viele Pelipper herum. Oberwachtmeister Magnetzone versucht offenbar noch Schlimmeres zu vermeiden. Es wurde ein bemerkenswert hohes Kopfgeld auf Reptane ausgesetzt. Wir haben Selfie versprochen. Wir haben versprochen, das Geheimnis des Nebelsees nicht zu verraten. Und dann passiert so etwas. Wir haben es nicht verraten, aber... Ich könnte Selfie jetzt nicht mehr ins Gesicht sehen. Hey, und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der schöne Ausblick dort ist jetzt ruiniert. Und hey, das kann ich niemals verzeihen. Ah. Hey, Gildenmeister. Gildenmeister? Luffy! Pokémon, wir werden Reptane fangen. Wir fangen diesen Dieb. Ich schwöre es im Namen der Knuddeluft-Gilde. Plaudergei, wenn ich bitten darf. Ja. Okay, Pokémon. Ab jetzt konzentriert ihr euch voll und ganz darauf, Reptane zu fangen. Gebt alles, um Reptane zur Rechenschaft zu ziehen. Selbstverständlich. Hey. Es kommt nicht in die Frage, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wird. Los, Pokémon. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen es auch für Selfie tun. Knuddeluff. Ich glaube, ich verstehe die Situation jetzt. Ich werde der Gilde bei der Jagd nach Reptane helfen. Danke, großer Zwirfinst. Deiner Wette, den großen Zwirfinst auf unserer Seite zu haben, macht wirklich Mut. Hey, es ist uns eine Ehre. Ach was, es ist mir eine Ehre. Nun, es ist an der Zeit, dass der Gildenmeister und ich uns beratschlagen. Wir werden eine Strategie arbeiten, um Reptane zu finden. In der Zwischenzeit solltet ihr euch auf die Suche vorbereiten. Kommt hierher zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, Pokémon, übertreffen wir uns selbst. Hurra! Beeilen wir uns mit den Vorbereitungen. Fangen wir an mit einem Besuch in Schatzstadt.